alles an Neuem gibt bei Cedars, dass wir jetzt heute auch mal wirklich euch so ein bisschen nochmal in die Neuheiten mit reinnehmen. Genau. Gut, dann begrüßen wir jetzt für den ersten Vortrag Jana Wiedmann. Sie ist CIO und Principal Consultant und wird uns was über die Roadmap erzählen. Genau, wir gehen jetzt mal runter. Die Jana kommt sofort. Okay, ich folge dir. Ja, du sagst, no hay más nada. It's a new generation. Mr. Worldwide. Of party people. Get on the floor, daddy. Get on the floor. Red wine. Let me introduce you. Herzlich willkommen zu Cedars Connect 2023. Ich freue mich, euch heute hier nochmal begrüßen zu dürfen. Und ich freue mich auch auf all die spannenden Vorträge, die uns heute hier noch erwarten. Ja. Wir haben uns gefragt, was interessiert euch denn noch? Und wir waren uns alle einig, die Roadmap, die darf nicht fehlen heute. Insgesamt bietet Cedars sehr viele unterschiedliche Funktionen. Und wir haben sie für euch einmal geclustert und wollen mit euch den Rückblick auf 2023 bereits im September starten und einmal auch einen Ausblick, was steht denn bei uns auf der Roadmap für 2024. Wir fangen einmal mit dem User-Profil an. Ich denke, häufig sieht es bei euch schon ein bisschen unterschiedlich aus, vielleicht auch komplett individuell. Und unser Default User-Profil, das ist quasi unser Beispiel, wie man denn ein Profil aufsetzen kann. Ja, aber was kam denn 2023 bei uns Neues dazu? Wir schauen einmal rein. E-Mail und Mobilnummer ändern. Eine Funktion, die eigentlich jeder kennt, aber viel wichtiger ist, wenn jetzt jemand tatsächlich die Mobilnummer oder die E-Mail-Adresse ändert und einen Tippfehler drin hat, kann durchaus vorkommen und schon steht der Anruf beim Support an, weil man sich einfach aus dem Account ausgesperrt hat. Und bei vielen Applikationen ist die E-Mail-Verifizierung teilweise schon per Default definitiv erforderlich. Und deswegen haben wir in Cedars nun auch die E-Mail-Änderung bzw. die Mobilnummer-Änderung direkt mit einem OTP integriert. Das heißt, man ändert die E-Mail-Adresse, klickt weiter und wird direkt nach einem OTP gefragt und die E-Mail-Adresse ist verifiziert. Was gab es noch Neues? In Deutschland oder in der EU, DSGVO, ist sehr groß geschrieben, Datenschutz. Und für uns steht hinter Transactional Journal nichts anderes als das Einwilligungsmanagement, aber noch definierter. Wir haben neben den Einwilligungen auch Zustimmungen eingeführt, um hier nochmal rechtlich differenzieren zu können und präsentieren das auch im User-Profil ganz einfach. Wir haben das unter anderem auch nach Aktionen unterschieden, das heißt widerrufen, widersprechen, was ist hier eigentlich rechtlich zulässig. Device-Based Logout. So haben wir den Namen liebevoll getauft, weil ein Nutzer, der sich auf einem Android-Handy einloggt oder auf einem Smart-TV, der bekommt ganz unterschiedliche Login-Sessions und kann durchaus mal vorkommen, dass ich im Urlaub mich auf einem Smart-TV einlogge und einfach vergessen habe, mich auszuloggen. Das heißt, im User-Profil kann man jetzt ganz einfach auch ein Logout integrieren und sich auf unterschiedlichen Geräten wieder ausloggen. Account Linking. Man versteht vielleicht nicht direkt, was darunter gemeint ist, aber ich registriere mich auf einem Portal und nach 2 Monaten weiß ich einfach nicht mehr, was ich verwendet habe. Ich registriere mich nochmal mit einer anderen E-Mail-Adresse und schon habe ich 2 Accounts und mein Abonnement ist nicht mehr erreichbar oder meine Bestellhistorie. Mit dem Account Linking kann man 2 Identitäten ganz einfach verknüpfen. Man wird aufs Login weitergeleitet und kann mit den gängigen Authentifizierungsverfahren wie Passwort, E-Mail, was auch immer sich dahinter verbirgt, den anderen Account bestätigen und 2 Identitäten wieder zusammenführen.
Und zu guter Letzt, für 2024 auf unserer Roadmap, die vertrauensvollen Geräte. Ja, warum ist eigentlich ein Nutzer interessiert daran, ein Gerät als vertrauenswürdig zu erklären? Auf der einen Seite kann man damit das Nutzer- oder das Login-Erlebnis verbessern, weil man einfach schon mit einbeziehen kann, ob hier jetzt ja, was Merkwürdiges vorgeht, wenn man das fünfte Mal schon das Passwort falsch eingegeben hat. Oder ja, einfach selbst sowas zu erklären, dass das jetzt ein vertrauenswürdiges Gerät ist, weil es mein Mobiltelefon ist und eigentlich kommt niemand darauf außer ich, dann kann man das durchaus für die Sicherheit als sehr relevant ansehen und im Fraud Detection ebenfalls berücksichtigen. So viel zum User-Profil. Aber es gibt noch viel mehr. Wir gehen noch auf das Login-Erlebnis ein, auf die Reports, auf Sicherheit und auf die SIDAS-Admin-Area. Das Login-Erlebnis. Auch hier Account-Linking statt Account-Konflikt. Ich habe mich vielleicht schon mal registriert mit E-Mail-Adresse und dann nutze ich Social-Login wie Facebook und plötzlich habe ich einen Account-Konflikt. Aber wir wollen dem Nutzer ja ermöglichen, sich direkt einloggen zu können. Das heißt, andere Identität bestätigen, wie er sich vorher registriert hatte und schon kann er sich nächstes Mal mit Social-Login und Passwort oder E-Mail-Adresse einloggen. Domain-Based Webfinger. Gerade im B2B-Kontext oder auch im B2C ist es gang und gäbe, seinen Identity Provider mit oder seine Identität mitzubringen. Social Login, Google Plus, also Gmail, total einfach im B2C-Umfeld. Im B2B-Umfeld genauso gefragt, weil sie, also die Kunden, wollen sich auch selbst einloggen können, haben bereits sich schon auf ihrem System eingeloggt und können damit auch einfach Single Sign-On verwenden von ihrem System. Mit dem Domain-Based Webfinger kann man eine E-Mail-Adresse eingeben und wird dann automatisch zu dem IDP, zu seinem eigenen IDP weitergeleitet, den er auch in seinem Unternehmen jederzeit verwendet. Group Selection. Ja, das haben wir sehr liebevoll ausgewählt, aber braucht vielleicht ein kleines bisschen Erklärung. Aber wenn man auf den Begriff Group Selection stößt, dann bedeutet das, dass beim Login kann man sagen, in welchem Kontext bin ich unterwegs. Wenn ich beim Europapark jetzt einmal mit Freunden unterwegs bin oder mit der Familie und im Login kann ich dann angeben, ja, ich bin jetzt im Kontext von der Familie unterwegs oder ich habe im Development-Umfeld, bin ich mehr in mehreren Teams drin, in mehreren Entwicklungsteams, aber eigentlich interessieren mich nur die Apps von meinem Android-Team und dem Moment. Dann logge ich mich ein, sage Android-Team, habe die Gruppe ausgewählt und dann wird mir auch nur das präsentiert, was ich sehen möchte, nämlich die Apps von Android. Und ich glaube, das hier ist ein Feature, was Sie alle ebenfalls sehr interessieren könnte. Das On-the-Fly-Setup von Verifikationsmethoden. Ich glaube, MFA einzuführen ist gar nicht so einfach, wie man manchmal denkt. Oder den Nutzer dazu zu bewegen, ein anderes Verfahren zu wählen. Weil, wann schlage ich denn dem Nutzer das am besten vor? Eigentlich nach dem Login. Mit diesem neuen Feature kann man einstellen, wenn ich jetzt eine App habe oder ein bestimmtes Portal, kann ich da vorschlagen, hey, wir haben auch Fido 2 hier. Versuch's doch mal, setz es auf. Und wenn der Nutzer sagt, nee, eigentlich will ich nicht, dann sagt er einfach, sag's mir nächstes Mal nicht nochmal, ich benutze es nicht. Oder er sagt, hey, cool, dass dieses Feature mir angezeigt wird. Klar benutze ich Fido 2, klar mache ich es mir nächstes Mal einfacher. Und was wir ebenfalls ein spannendes Feature finden, also wir haben schon sehr viele Verifikationsmethoden. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, weil jedes Login-Erlebnis, jeder Kontext unterscheidet sich. Und kontextspezifisch braucht man eine andere Verifikationsmethode. Der Device Authorization Code, also quasi vom Smart TV in Code zu scannen und dann sich auf dem nutzerfreundlicheren Handy einzuloggen, ist heutzutage schon üblich. Was wir machen wollen, ist das auch einmal umdrehen.
Ich bin auf meinem Handy eh schon eingeloggt, zeige einen QR-Code an und hebe es zum Beispiel an die Tür scannt meinen QR-Code oder an ein Terminal und werde dann direkt auch erkannt und kann damit Bestellungen auslösen auf dem Terminal oder unterschiedliche Funktionen nutzen. Genauso wollen wir auch RFID und NFC im nächsten Jahr deutlich mehr unterstützen und hier neue Funktionen schaffen. Reports. Reports sind wichtig fürs Marketing, fürs Management. Wenn ich meinem Manager mal wieder sagen muss, wie viele Kunden habe ich denn? Oder wie viele fehlerhafte Logins, wie viele neue Gruppen oder ja, neue Nutzer in meinen Gruppen habe ich, aber auch für Revisionen ist es wichtig und für den Customer Support. Und wir wollen mit dem Reports euch das Werkzeug an die Hand geben, um die Sachen auch einfach zu ermöglichen. Deswegen haben wir einmal das Löschprotokoll eingeführt, das heißt, dass ihr auch sehen könnt, welche Informationen wir denn eigentlich in dem Moment gelöscht haben von dem Nutzer, wenn er sich löscht. Also Kommunikationsdetails oder Verifikationsmethoden. Wir haben das Changelog eingeführt dieses Jahr. Das heißt, man kann sehen, was der Nutzer oder was am Nutzer geändert wurde. Ob ein Custom Field geändert wurde, ob eine neue Gruppe zugewiesen wurde oder Gruppen entfernt wurden, aber auch App-Konfigurationen. Wie häufig frage ich mich, oh Mann, warum funktioniert diese App denn nicht mehr, wie sie soll? Was ist denn damit passiert und wer war das? Und damit kann man das ganz einfach rausfinden. Und ein Graphfilter, ein User-Graphfilter. Ich möchte wissen, wie viele meiner Kunden haben bei sich angegeben oder meiner Nutzer haben angegeben, dass sie als Gender, also als Geschlecht männlich angegeben haben oder andere Custom Fields oder welche Nutzer sind in dieser Gruppe, in Gruppe B, in Gruppe C mit einer bestimmten Rolle. Hier kann man Und- und Oder-Verknüpfung machen, wie man lustig ist und kann endlich eine super coole Suche ermöglichen und tolle Auswertungen fahren. Ja, Sicherheit und die SIDAS Admin Area stehen noch an. Sicherheit ist so vielfältig und natürlich kann ich nicht alles präsentieren, aber gerne möchte ich einen kurzen Ausschnitt präsentieren, was sich dieses Jahr getan hat. Secret Rotation. Wer jetzt vielleicht nicht so technisch drin ist, weiß nicht unbedingt, was es ist, aber Passwörter zu ändern, immer mal wieder, ist in vielen Bereichen, gerade im IAM-Umfeld, heute gang und gäbe. Und Secrets, eigentlich auch wichtig, immer mal wieder zu wechseln. Und in SIDAS verwalten wir auch Secrets, nämlich einmal das Client-Secret oder das App-Key, also was zur Signierung des Tokens verwendet wird. Und diese Sachen kann man auch immer mal wieder austauschen, vielleicht den App-Key verlängern, weil man sagt, okay, ich möchte es ein bisschen mit einem längeren Key signiert haben. Das ist ein Feature dazu, das auf die Sicherheit einspielt. Bedingte Gruppenrollenrestriktion. Wir haben es gestern schon mal gesehen bei dem Identity Governance Vortrag, dass man in SIDAS einstellen kann, welche Gruppenrollen sich überhaupt einloggen dürfen auf die App. Und vorher war alles unverknüpft. Also man konnte sich nur einloggen, wenn man in der Gruppe ist und in der Gruppe und in der Gruppe. Und das ist zu unflexibel. Wir haben hier auch eine bedingte Gruppenrollenrestriktion eingeführt, also mit Und- und Oder-Verknüpfungen, damit man sagen kann, der Nutzer kann sich hier einloggen, wenn er in der Gruppe ist oder in der Gruppe. Und damit haben wir hier nochmal ein bisschen mehr Flexibilität für Sie geschaffen. Und natürlich das Security Dashboard. Ja, OIDC, OS2 und die Konfiguration zu kennen, ist nicht immer einfach. Und die ganzen Administratoren, die Sie das mal benutzt haben und verwaltet haben, die wissen auch, dass es nicht ganz so einfach ist, alles richtig zu konfigurieren. Und man darf auch mal unsicher sein und hinterfragen, habe ich denn das jetzt richtig eingestellt oder habe ich einen Scope zu viel zugewiesen? Und deswegen haben wir hier im Security Dashboard einmal dargestellt, sicherheitsbezogene Konfigurationsprobleme. Vielleicht benutze ich nicht einen gut genugen Grant oder auch andere Auswertungen. Hier kann man ruhig mal reingucken und schauen, passt denn meine App-Konfiguration oder wurde da irgendwas erkannt? Und im Sicherheitsdashboard haben wir ebenfalls dargestellt, was es denn für verdächtiges Verhalten geben könnte
und einfach um hier ein bisschen Transparenz für Sie, für euch zu schaffen, wie es gerade im System aussieht und bei welcher App irgendwas passiert ist. So viel zur Sicherheit. Wir wollten auch noch mal ganz kurz einen Abriss machen zur SIDAS Admin Area. Ja, wir haben es Area genannt, weil es doch etwas größer ist. Wir haben das Group Admin Dashboard, wir haben C-Space, wir haben das App Developer Portal und das ganz normale SIDAS Administrationsoberfläche. Und ich glaube, vieles ist davon vielleicht noch gar nicht so bekannt. Und deswegen wollten wir einmal mitteilen oder zeigen, was es denn dieses Jahr auch hier Neues gab. Im C-Space, das haben wir liebevoll Customer Space genannt. Das heißt, das ist Ihr Space, um Ihre Instanzen einzusehen. Hier wird es einmal den System Health Status geben. Das heißt, wie performt denn gerade mein System? Und genau, ist es gerade funktionsfähig? Ansonsten haben wir hier auch das Communication Management drin. Das heißt, wenn wir Informationen an euch raussenden wollen, ob es bezüglich Maintenance ist oder irgendwelchen interessanten Informationen, wenn es ein neues Portal gibt oder eben ja, andere Upgrade-Informationen, das wollen wir hier bereitstellen, damit ihr euch das auch nochmal im Nachhinein anschauen könnt, was denn in der Instanz passiert ist. Und auf der anderen Seite wollen wir hier auch die Release Notes bereitstellen. Das heißt, einmal historisch ansehen, was gab es denn Neues? Und das kommt bei jedem Release einfach automatisch da provisioniert rein und immer aktuell dann, sobald ein Release approved wurde. Admin Area. Wir haben auch festgestellt, dass das SIDAS Administrationsdashboard bzw. OIDC OS 2 muss man verstanden haben. Es ist jetzt keine leichte Aufgabe, hier sich überhaupt erstmal reinzufinden, wenn dieser Standard für einen komplett neu ist. Und wir wollen das Ganze intuitiv gestalten. Das heißt, intuitiv für jeden, der sich das erste Mal auf dem Admin-Dashboard befindet, zum Beispiel mit einem App-Assistant oder einem Onboarding-Wizard. Das sind nur einige Ideen, was wir hier machen wollen. Also ihr könnt euch schon mal darauf freuen, dass hier neue, intuitive Administration entsteht für nächstes Jahr. Und zu guter Letzt, App-Developer-Portal. Momentan ist es häufig so, dass ein paar, und das ist auch gut so, nur ein paar wenige administrieren können. Aber eigentlich wissen manchmal die anderen Teams, die für einen bestimmten Service oder ja, für die neuen Services, die ihr für eure Kunden launcht, das sind spezielle Teams verantwortlich, die dann live nehmen, die diesen Business Case dahinter kennen, die auch wissen, was ist die Redirect-URI dahinter, welche Scopes brauche ich hier. Und mit dem App-Developer-Portal könnt ihr nun quasi Gruppen erstellen von einem bestimmten Gruppentyp und zwar eure Entwicklergruppen abbilden. Und die Entwicklergruppen dürfen dann eigenständig die eigenen Apps managen, erstellen, updaten. Und natürlich könnt ihr immer wieder die Historie angucken, was denn bei den Apps passiert ist mit dem Changelog. Ich kann natürlich nicht alles vorstellen heute, aber wir haben noch einige Neuerungen wie Payment Services oder automatische Deaktivierung und bei Inaktivität zu löschen. Also auf euch warten noch ganz viele spannende Features, aber mit dem Vortrag oder mit der ersten Roadmap, mit den ersten Einblicken für 2023 und ein kleiner Look ahead, was ich schon auf die Roadmap 2024 geschafft habe, die durfte ich euch heute Morgen geben und ich wünsche euch noch ganz viel Spaß bei den nächsten Vorträgen. Genau, und wäre damit am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen lieben Dank für die Einblicke. Und also ich weiß nicht, ob das jetzt ist, weil ich jetzt schon so SIDAS-minded bin, aber ich merke dann immer, wie viel Herzblut tatsächlich in dem System drin steckt. Und jetzt ist natürlich meine Frage an euch, habt ihr Fragen an Yael, weil sie ist jetzt wirklich die richtige Person, die euch da nochmal das eine oder andere erzählen kann. Da hinten ist da hinten. Levent kommt. Er hat heute den sportlichen Part übernommen. Ha.
Waldemar. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Waldemar Radmacher von der IC Consult. Also erstmal wollte ich denjenigen, der mein Etui für die Visitenkarten mitgenommen hat, gestern bitten, das wieder auf den Tisch zu legen. Und ist nicht ganz so wichtig, aber würde mich freuen. Dann habe ich tatsächlich eine Frage zu diesem, ich nenne es mal Account Mapping, also wenn man mehrere Accounts irgendwo hat, weil ich persönlich betroffen bin bei der Deutschen Bahn. Die kriegen es nicht auf die Reihe, wer ich bin. Könnte man diese Funktion, dieses Modul auch rauslösen und ich sag mal als eigenständige Lösung verkaufen? Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil ja darüber die Authentifizierung läuft. Also im Grunde ja, müssen wir ja eine Verifizierung sicherstellen und das passiert eigentlich über die Authentifizierung. Das heißt, man muss eigentlich die Authentifizierung ermöglichen mit dem anderen Account, um den zu bestätigen. Ganz so einfach stelle ich mir das nicht vor, aber vielleicht weiß Susanne Bescheid, die Deutsche Bahn, die hat ein großes Problem. Ja. Deutsche Bahn, ne? Ich meide die. Ja, aber das könnte man ja tatsächlich auch im Nachgang dann nochmal prüfen, genau, wie die Möglichkeiten wären. Wir haben noch eine Frage. Ja, hallo. Ich habe auch eine Frage zu dem, ich nenne es mal Account Merging oder Account Linking. Ich habe das hier so verstanden, man führt quasi die zusätzlichen Identitäten unter ein Hauptprofil. Genau. Wie ist das denn jetzt mit Diensten, die nur diese anderen Identitäten kennen? Kann sich der User dann dort mit seinem Hauptprofil direkt anmelden? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, dass der Nutzer quasi auswählt, mit welchem gelinkten Account er sich anmeldet? Oder wie funktioniert das? Also typischerweise funktioniert ja der Login über die Standards OIDC oder auch SAML oder ja auch also OS2 SAML oder das LDAP-Protokoll. Gibt es ja unterschiedliche Integrationsmöglichkeiten in die verschiedenen Plattformen rein. Und was die Plattformen ja dann machen ist, die kommen zu CDAS und sagen, bitte authentifiziere mich. Und in dem Moment, wo man dann zu CDAS kommt und diese Authentifizierung veranlasst, in dem Moment kann der Nutzer eben von diesem kombinierten Verfahren ja, oder von diesen kombinierten Accounts sich einfach authentifizieren. Das ist ein Account mit unterschiedlichen Identitäten und da werden quasi die verschiedenen Verfahren quasi auch zusammen gemerged. Also wenn der eine Account FIDO2 hatte und der andere hatte Passwort und E-Mail, dann darf er natürlich jetzt auch FIDO2 nehmen für diesen Account. Genau, und dann darf er sich quasi aus diesem ganzen Spektrum die Authentifikationsmethode auswählen. Aber das hat quasi, also der Account ist ja in CDAS bekannt. Also meine Frage geht halt eher in die Richtung bei den Protokollen, ich gebe ja ein Subject zurück an die Application. Und wenn ich jetzt den alten Account mit dem neuen Account linke, dann würde ich ja vermutlich das Subject des Hauptprofils zurückbekommen auf der Applikation. Die Applikation hat aber dann je nachdem Nutzerdaten, die ja noch auf dem alten Subject liegen. Muss die Applikation dann Lookup machen oder wird das einfach irgendwie im ID-Token mitgeschickt, welche alten Identitäten quasi an der neuen hängen? Also wenn in der Applikation nochmal irgendwie eine Replikation liegt von dem Nutzer auf Basis von der Sub, keine Ahnung, weil da noch irgendwie Rollen oder Rechte dahinter liegen, spezielle, dann ist es wichtig, dass dieser Identifier natürlich synchronisiert wird. Also man muss es irgendwie bekannt geben und idealerweise kann man dann zum Beispiel auf einen Webhook, also auf ein Event hören, wo dann heißt Identity Added oder Identity Merged oder Linked, muss ich nochmal nachschauen, genau, und dann muss man eben auch die nachliegenden Systeme synchronisieren. Also das ist tatsächlich eine der Hauptanforderungen, auch beim CRM oder sowas, wenn jetzt schon zwei Accounts im CRM liegen und jetzt wird ein Linking durchgeführt, müssen die anderen Systeme damit aktualisiert werden oder geupdatet werden. Aber für den Nutzer ist es auf jeden Fall komfortabler, da die ganze Historie zu sehen. Aber ja, das bedeutet gegebenenfalls nochmal auf ein Event zu hören und da die Integration in die anderen Systeme zu aktualisieren. Okay, vielen Dank. Gerne. Also Jale ist ja noch da und steht bestimmt auch für viele Antworten noch zur Verfügung. Ja, sehr gerne. Dann viel Spaß. Vielen Dank. Ja.